Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Efi, und heute zeige ich euch, wie ihr Po aus Kung Fu Panda malen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der oberen Mitte des Blattes. Dort zeichne ich erstmal ein Oval hin, welches an der oberen Seite noch geöffnet ist. Das wird der Kopf von Po. In die kleine Lücke, die wir hier gelassen haben, zeichnet ihr jetzt ein paar einzelne Zacken hinein, um die Haare etwas besser darstellen zu können. Versucht hierbei, den Kopf somit abzugrenzen. Dann geht es weiter mit den Ohren. Hierbei beginne ich an der linken Seite. Zeichnet hierbei eine rundliche Form, die vom Kopf weg zeigt. Für ein weiteres Detail zeichnet ihr in das Ohr noch einen kleinen Strich hinein. Rechts neben die kleinen Haare hier zeichne ich anschließend noch einen weiteren kleinen Bogen, ähnlich wie auf der anderen Seite. Und auch hier zeichne ich wieder den kleinen Strich mitten in das Ohr hinein. Als nächstes geht es weiter mit dem Gesicht von Po. Dieses ist ein kleines bisschen kompliziert, also passt schön auf. Wir beginnen erstmal mit der Nase direkt in der Mitte des Gesichtes. Zeichnet hierfür einen leichten Bogen. An die beiden äußeren Seiten zeichnet ihr anschließend jeweils noch einen kleinen Bogen, der nach unten zeigt. Das untere Ende schließt ihr dann ganz einfach mit einem leichten Bogen miteinander ab, um die Nase zu vervollständigen. Ungefähr von der Mitte aus zeichnet ihr jetzt anschließend einen ganz kleinen Strich nach unten. An das untere Ende ergänzt ihr anschließend noch einen leichten Bogen, um den Mund darzustellen. Dieser kann ruhig an dem kleinen Strich angrenzen. Als nächstes geht es weiter mit der oberen Seite der Nase und der Augen. Zeichnet oberhalb der Nase einen Bogen, der bis zur linken unteren Seite der Nase hin zeigt. An das rechte obere Ende ergänzt ihr einen ganz kleinen Bogen, der nach oben zeigt. Von hier aus verlängert ihr an der unteren Seite mit einer gewellten Linie nach rechts zur Seite. Von diesem Punkt aus zeichnet ihr anschließend einen Bogen bis nach oben zur rechten Seite, sodass hier eine Art Tropfen entsteht. In das obere Ende davon zeichnet ihr einen Kreis für das Auge von Po hinein. Ergänzt hieran anschließend noch an der oberen Seite einen etwas kleineren Kreis für die Pupille. Ihr könnt hier noch einen ganz kleinen Kreis hineinzeichnen, um die Lichtreflexion darzustellen. Falls nötig, könnt ihr die Pupille auch schon mit dem schwarzen Filzstift ausmalen. Dann geht es bei der linken Seite weiter. Zeichnet hier entlang des Bogens erstmal einen Kreis hinein, um die schwarze Umrandung um das Auge darzustellen. Malt mittig davon anschließend das Auge hinein, indem ihr an die obere Seite erstmal einen leichten Bogen zeichnet. Danach zeichnet ihr an die untere Seite nochmal einen Bogen dran. Zeichnet mittig an die obere Seite einen etwas kleineren Kreis hinein, um die Pupille darzustellen. An den Rand angrenzend zeichnet ihr hier wieder einen ganz kleinen Kreis hinein, um die Lichtreflexion darzustellen. Und wenn nötig, könnt ihr auch hier wieder die Pupille schwarz ausmalen. Über das Auge zeichnet ihr anschließend noch einen Bogen, um die Gesichtsfalte darzustellen. So erhält Po seinen typischen kämpferischen Blick. Gut gemacht, das Gesicht wäre erstmal geschafft. Jetzt machen wir weiter mit dem Körper. Beginnt hier an der linken unteren Seite und zeichnet hier eine gewellte Linie nach unten.
Das untere Ende könnt ihr dann ganz einfach mit einem Bogen zur rechten Seite hin verlängern. Auf der rechten Seite machen wir jetzt weiter. Beginnt hierbei am Gesicht und zeichnet einen leichten Bogen erstmal nach unten. Ergänzt hieran anschließend eine kleine schräge Linie nach unten. Jetzt geht es erstmal wieder an den unteren Teil. Dort zeichnet ihr einen Bogen hin. Versucht diesen mit einer wirklich schrägen Neigung darzustellen, sodass er wieder nach oben zeigt. Denn so entsteht ganz einfach der rechte Arm von Po. An das obere Ende ergänzen wir anschließend direkt die Finger. Zeichnet hierfür erstmal einen kleinen Bogen dran. Direkt daran angrenzend zeichnet ihr nochmal zwei weitere Bögen, wobei der hinterste noch ein Stückchen länger nach unten geht. Von dort aus zeichnet ihr jetzt einen etwas längeren Bogen nach unten. An das untere Ende könnt ihr jetzt noch einen kleinen schrägen Strich zur Hand hineinzeichnen. Von dort aus malt ihr einen kleinen Bogen leicht schräg nach unten. Jetzt können wir den oberen schrägen Strich hier ganz einfach mit dem Arm verbinden. Nun geht es weiter mit dem Bauch. Ungefähr auf halber Höhe zeichnet ihr jetzt einen Bogen bis zu dem kleinen Rand des Arms von Po. Ungefähr auf dieser Höhe zeichnen wir jetzt auf die linke Seite die linke Hand von Po. Beginnt hierbei erstmal mit einem kleinen Bogen, der an den Körper angrenzt. Direkt daran zeichnen wir wieder einen kleinen Bogen. Das sieht aus wie zwei Kugeln dicht nebeneinander. Daran ergänzen wir noch eine weitere kleine Kugel. Und die nächste direkt darüber. So entstehen ganz einfach die Finger. Von der oberen kleinen Ecke, die hier entstanden ist, zeichnet ihr anschließend einen kleinen Strich bis hin zum Körper. Die Hand wäre damit erstmal geschafft. Jetzt gehen wir wieder an den unteren Teil. Zeichnet hier an die untere Seite des Körpers nochmal einen Bogen dran, um den Hosenbund von Po darzustellen. Von der linken Seite aus ergänzt ihr anschließend einen Bogen, der ungefähr bis zur Mitte des Körpers reicht. Von hier aus malt ihr in einem leichten Bogen nach rechts und anschließend schräg nach unten. Dann zeichnet ihr ungefähr vom unteren Rand des Arms einen leichten Bogen schräg nach unten. Lasst hier eine kleine Ecke entstehen und geht anschließend wieder in einem leichten Bogen schräg nach unten. Das untere offene Ende könnt ihr dann ganz einfach mit einer leicht gewellten Linie miteinander abschließen. Jetzt grenzen wir an der unteren Seite erstmal die Hose von Po ab. Links ist das Bein angewinkelt, deswegen erkennt man hier erstmal nur das Knie, also zeichnen wir über den kleinen Bogen erstmal eine leichte Linie. An das rechte Bein zeichnet ihr auch ungefähr auf halbe Höhe einen leichten Bogen hinein, um die Hose hier abzugrenzen. Sehr schön, dann geht es auch schon weiter mit den Schuhen und den Füßen. Beginnt an der linken Seite erstmal mit einem leichten Bogen, der an der unteren Seite angrenzt. Um diesen herum zeichnet ihr an die untere Seite noch einen etwas eckigeren Bogen. Ergänzt anschließend nach unten noch eine kleine weitere Linie dran. Und in den oberen Teil, der hier entstanden ist, zeichnet ihr an die linke Seite zwei Bögen dran, um die Zehen darzustellen. An das hintere Ende des Fußes ergänzt ihr hier anschließend noch zwei kleine Bögen, die bis hoch zu dem Bein zeigen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Fuß auf der rechten Seite.
zeichnet etwas weiter unten vom Bein erstmal einen Bogen hin. Diesen verstärken wir an der unteren Seite nochmal mit einem weiteren Bogen. Von der oberen Ecke aus ergänzt ihr anschließend eine gewellte Linie bis zur rechten Ecke und direkt darunter mit einer weiteren, um das Ganze noch etwas zu verstärken. Zeichnet anschließend unten entlang des Hosenbeins noch eine leichte Linie dran, um das Ganze noch etwas zu verstärken. Die äußeren offenen Stellen grenzt ihr dann einfach mit jeweils einem kleinen Strich miteinander ab. In den unteren offenen Teil zeichnet ihr jetzt anschließend wieder die zwei kleinen Bögen dran, um die Zehen etwas besser darzustellen. Gut gemacht, damit wären die Füße erstmal fertig. Jetzt gehen wir nochmal nach oben zum Gesicht für ein paar weitere Details. Unterhalb des Mundes zeichnet ihr auf die linke Seite erstmal einen leichten Bogen, der nach unten zeigt. Anschließend zeichnet ihr an die untere Seite noch einen Bogen, um das Kinn darzustellen. Gut gemacht! Als nächstes gehen wir in die Hand von Po, um ihm dort noch ein paar Details hinzuzufügen. An den linken Finger zeichnet ihr mittig einen kleinen Bogen dran, um einen spitzen Nagel darzustellen. Bei den beiden mittleren Fingern zeichnet ihr an die obere Seite jeweils eine kleine Spitze dran, um auch hier die Nägel darzustellen. Und an die rechte Seite zeichnet ihr ihn etwas weiter mittig, sodass er zur Innenseite des Pandas zeigt. Und um den Finger noch etwas besser darzustellen, zeichnet ihr an den Nagel noch einen kleinen Strich dran. Anschließend zeichnet ihr genau in die Mitte der Hand ein Oval hinein. Rechts daneben ergänzt ihr ein etwas kleineres Oval. Nun gehen wir wieder an die obere Seite der Finger und ergänzen dort einen kleinen Strich, um die Finger besser abzugrenzen und zeichnen im selben Schritt noch jeweils einen kleinen Kreis in die obere Seite der Finger. Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich? Dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich Po von Kung Fu Panda ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Po von Kung Fu Panda ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!